Intro ist durch. Ja, herzlich willkommen auf dem Joomla Day 2017. Ich zeige euch heute Uxeme Pro so ein bisschen. Wir bauen ein bisschen was zusammen. Ich zeige euch ein bisschen was aus dem Bilder selber aus Uxeme Pro. Und ja, kurz zu meiner Person. Mein Name ist Danny Knark. Ja, ich bin Webdesigner, UI-Designer bei Uxeme seit 7 Jahren. 32 Jahre alt, komme aus Hamburg. Und bin halt da zuständig für die Gestaltung, Entwicklung der Themes. Ja, Photoshop, Sketch und HTML und so weiter. Ja, was machen wir heute genau im Detail? Ich habe da mal eine kleine Übersicht gebastelt. Und zwar, oh, passt gerade. Okay, ja, wir gehen als erstes durch die Layout, durch das Layout und die Settings. Das geht relativ fix. Dann stelle ich euch kurz die Style Library vor, beziehungsweise die Styles, den Style Customizer. Dann gehen wir natürlich an was sehr Interessantes, das ist der Builder. Da bauen wir kurz was. Ich zeige euch, wie ihr Content baut und wie es gemacht wird, was es alles so gibt. Dann relativ neu die Modules, beziehungsweise das Builder-Module. Zeige ich euch einmal, was ihr damit so für geile Sachen machen könnt. Und dann bitte ich darum, Fragen und Feedback ganz zum Schluss, weil das wäre dann nett auch für die Leute, die sich dann später das Video angucken wollen online, damit die dann halt irgendwie nicht dazwischen irgendwelche Unterbrechungen haben. Falls keine Zeit mehr für Fragen oder Feedback da ist, ich bin jederzeit gerne Ansprechpartner für euch oder auch mein Team, was hier ist. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, dass wir loslegen. Und zwar, ja, das ist sozusagen das Backend. Es kommt ja ganz normal in Joomla über nach dem Login relativ schnell hin. Und ja, was wir hier sehen, ist aber links einmal die Uxeme Pro, ja, können wir sagen, die Customizer Bar oder Builder Bar. Wir haben ja diverse Menu-Items gegliedert, je nachdem, was wir machen möchten. Rechts haben wir so eine Echtzeitvorschau von unserer Webseite. Im Prinzip dasselbe, was wir hier sehen, nur mit der Builder Bar sozusagen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal im Detail, wie das Ganze hier so funktioniert. Und dazu gehen wir als erstes unser Layout. Da wollte ich euch einmal kurz ein paar Punkte zeigen, für die, die es noch nicht so genau kennen. Unter Site könnt ihr eigentlich theoretisch generelle Sachen machen, wie Logo austauschen oder auch das Layout auf Box zum Beispiel stellen. Ich weiß nicht, ob das hier so viel Sinn macht, weil der Monitor zu klein ist. Nein, natürlich nicht. Aber theoretisch könntet ihr das einstellen. Also nicht ganz so spannend bisher. Spannender ist natürlich der Header-Bereich. Hier habt ihr die Möglichkeit, schon mal einige Layout-Optionen generell für eure Seite einzustellen. Sprich, das Header- oder auch Navbar-Layout sozusagen. Und da hätten wir zum Beispiel relativ viele vorgefertigte Header-Layouts. Und ich kann euch das mal kurz anhand dieser Beispiele zeigen, dass man hier generell Navbar-Logo einfach verschiebt. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit anderen Menüs oder Navbar-Layouts. Da zum Beispiel könnten wir das auf Canvas Top A nehmen. Wir sehen, haben wir jetzt hier so ein kleines Hamburger-Icon, so ein Toggler. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Ist noch nicht ganz so hübsch. Da haben wir natürlich noch mehr Optionen parat für euch. Und da würde ich jetzt einfach sagen, Menu Style Primary. Und ihr sehen könnt, sieht das alles ein bisschen größer und netter aus. Das gleiche funktioniert natürlich auch in einem relativ modernen Modalmenü, also in einem Modal. Dazu nehmen wir mal Modal Center A. Und dazu wähle ich einfach nochmal zusätzlich Show Menu. Also den Text könnt ihr mit einblenden. Und wir zentrieren das Ganze nochmal. Und zusätzlich zeige ich euch einfach nochmal die Socials dazu, damit es noch ein bisschen netter aussieht. Wenn wir jetzt draufklicken, haben wir hier das Menü in einem riesen Modal. Ihr könnt ja ganz normal navigieren, hättet die Socials auch da und könnt es auch ganz einfach wieder schließen. Zusätzlich dazu, ich drücke einmal kurz Cancel, so verwerft ihr wieder alles. Wird auf Default zurückgesetzt. Könnt ihr natürlich auch, jetzt haben wir jetzt aktuell, glaube ich, das Sticky-Menü, genau. Könnt ihr natürlich auch die Navbar oder wir hatten Navbar-Modes ändern. Wir haben einmal Static. Static heißt einfach nur, dass das einfach im Prinzip stehen bleibt. Es tut sich nichts. Sticky habt ihr gerade gesehen. Es passiert, wenn wir
den Bereich hier verlassen, blendet sich das Menü ein. Und das gleiche geht dann natürlich auch rückwärts. Erst wenn wir wieder hochscrollen, ja, hier ist es, kommt es wieder. Genau. Ja, das war so was dazu. Natürlich haben wir auch bedacht, dass es das Ganze auch auf Mobile funktionieren soll. Und da könnt ihr zum Beispiel sagen, wann das Menü sozusagen auf mobilen oder kleineren Geräten angezeigt werden soll. Und wenn ich jetzt zum Beispiel direkt schon den Breakpoint auf Medium stelle, seht ihr, dass schon direkt die Mobile Nachbar eingeblendet wird. Falls ihr das auch mal so testen wollt, wir haben hier unten so eine Art Responsive Tools. Ihr könnt ja relativ viele Optionen einstellen. Wir hatten hier einen Desktop, dann halt kleinere Desktops, ein Laptop zum Beispiel, Tablets. Bei den Tablets und bei den iPhones ist ein kleiner Trick dabei. Ihr könnt von Portrait auf Landscape wechseln. Ich glaube, sieht man das hier nicht so gut. Ne, ich mache mal auf Smartphone, also auf das Kleine. Und dann können wir natürlich hier wechseln. Man sieht ja sozusagen die mobile Ansicht sozusagen. Ja. Ich werde nochmal kurz gänzen. Und zeige euch mal, was wir so für ein paar Optionen hier haben. Zum Beispiel könntet ihr, ich muss natürlich kurz den Breakpoint ändern. Das Logo natürlich auch anders positionieren, zum Beispiel nach links. Dann könntet ihr sagen, ich möchte den Toggler doch lieber nach rechts. Ich möchte gerne das Icon dazu. Und das Ganze sieht natürlich dann folgendermaßen aus. Wir haben das klassische Off-Canvas-Menü hier. Das könnt ihr natürlich auch ändern. Und zwar mit Modal oder Dropdown. Ich benutze mal jetzt das Dropdown. Und wähle mal Push. Und na, wie man sehen kann, ganz anderes Menüverhalten. Das gleiche funktioniert auch mit Slide. Also Push drückt alles nach unten. Und Slide liegt sozusagen einfach da drüber. Genau. Das zu den Menüs. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Natürlich haben wir noch weitere Optionen hier. Wir hätten noch Top, Sidebar und Bottom. Dazu komme ich später. Die sind jetzt hier noch nicht so interessant. Da könnt ihr generelle Settings einstellen zu diesen Positionen. Wir hatten hier noch Footer, der ist ja aktuell in dieser Installation leer. Hier könnt ihr den Bilder, den ich euch nachher nochmal im Detail zeige, theoretisch benutzen und einen generellen Footer anlegen, der natürlich auf jeder Page gleich sein würde. Weil wir möchten nachher aber verschiedene Footer haben, das ist nämlich der Trick mit dem Bilder-Module, zeige ich euch nachher, wie ihr unterschiedliche Footer bauen könnt. Ansonsten könnt ihr hier noch kleinere Block-Settings machen, was das Text-Alignment, also die Textausrichtung und die Styles des Buttons und so weiter angeht. Ja, jetzt machen wir kurz einen Riesensprung nach unten auf die Settings, weil das auch relativ schnell erklärt ist. In den Settings könnt ihr halt Sachen machen, wie ihr könnt euer Fav-Icon setzen, ihr könnt Custom-Code hinzufügen, ihr könnt ab Zugriff auf den Changelog und ihr könnt theoretisch auch Google Maps oder Analytics-Keys oder Tokens hinzufügen, je nachdem. Ist relativ selbsterklärend. Und genau, das war es erstmal zu generellen oder ja, generellen Settings. Als nächstes möchte ich natürlich vorweg zeigen, wie man einen Style ändert oder was das Style eigentlich bedeutet. Im Prinzip könnt ihr unter Style eigentlich komplett das eure Webseite umfärben, wie ihr lustig seid. Dazu gibt es den Customizer und wir haben auch die Style Library, also eine Bibliothek unserer Styles. Wir bringen jeden Monat sozusagen eine Website raus, die beinhaltet verschiedene Layouts und verschiedene Styles. Also meistens, also generell sind es 6 Styles bisher, also wir kommen aktuell so auf 66 Styles, sind gerade, stehen euch zur Verfügung. Und ich würde wie folgt euch raten, das zu machen. Im Prinzip klickt ihr einmal hier rein, dann kriegt ihr eine Übersicht aller bisher erstellten Styles sozusagen und könnt die natürlich auch filtern. Es gibt hier mehrere Filteroptionen, die ihr einstellen könnt. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, was hier für euch ganz nett wäre. Und ich würde jetzt einfach mal auf Dark tippen. Ja. Und dann könnten wir theoretisch auch nochmal auf Red gehen. Ja, und dann hätten wir zum Beispiel einen einzigen aktuell. Wenn wir den auswählen würden,
Das dauert ein bisschen, Internet ist nicht so schnell. Ja, dann ändert sich halt komplett das Layout. Die Typo und so weiter. Das sieht natürlich nicht so schön aus gerade. Ich habe bewusst dieses Beispiel gewählt, um euch zu zeigen, dass es natürlich normalerweise funktionieren sollte. Dass das Vibe aber sehr speziell ist. Ihr könnt das natürlich mit jedem Style machen, aber im Prinzip macht man das halt so: Man wählt sich seinen persönlichen Lieblingsstyle oder den passenden für das entsprechende Projekt, was ihr gerade macht. Und basierend auf dem macht man dann seine Anpassung. Theoretisch hätten wir jetzt unseren Style ausgewählt. Wir machen das einfach mal zu. Und ja, wie fange ich jetzt an? Wie mache ich meinen Style? Achso, erstmal muss ich mal kurz Cancel klicken. Da resetten wir alles wieder. Also erstmal eine kleine direkte Frage. Also ist es eigentlich egal, welches Template man installiert, weil all die Styles. Ganz genau. Also ist das wollte ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Egal welches Theme, also welches Template ihr installiert, wie jedes Pro-Theme, die Styles und die Layouts sind für alle gleich verfügbar. Ihr könnt das mixen und bauen, wie ihr möchtet. Das ist halt der große Vorteil von YouSeam Pro, dass ihr nicht mehr auf eine Installation fokussiert seid und auf diese 6 Styles und auf diesen Demo-Content, sondern ihr könnt halt die Styles und die Layouts kombinieren, wie ihr wollt. Das Einzige, was der Unterschied ist, pro Theme ist halt der Standard, die Datenbank, die mitkommt, was halt gerade so mitkommt. Zum Beispiel wäre es jetzt hier bei Fjord, das ist halt so eine Art Traveling-Adventure-Geschichte. Und das ist immer pauschal erstmal da. Natürlich könnt ihr aber andere Layouts laden, die zeige ich euch gleich nochmal, wo ihr anderen Content oder andere Layouts wählen könnt. Also hat man sich vertan, kann man sowieso hier schnell ein anderes Also wählen. das Prinzip ist, du könntest eigentlich theoretisch, wenn das schon passt, thematisch und auch optisch, würde ich natürlich dir empfehlen, das Theme zu nehmen, was am besten passt und nicht irgendein anderes. Klar, du könntest das so umbauen, relativ schnell, dass es genauso aussieht, aber dann sparst du dir locker 10, 15 Minuten, würde ich sagen. Also würde ich das schon so nehmen als Basis. Wir im Prinzip haben ja auch bauen, kann ich dir verraten, ist ein bisschen intern. Nehmen alle Views, das erste, was wir haben, und auf dem basierend bauen wir dann natürlich dann unsere Themes dann wieder. Ne? Weil im Prinzip ist es alles unter einem Dach, gehört zusammen. Es ist halt nicht mehr, es ist halt wirklich ein kompaktes Ding, mit dem du alles machen kannst. So, um euch das mal kurz zu so zeigen. Wir haben unseren Style sozusagen ausgewählt. Jetzt fragen wir uns, okay, das ist jetzt hier so ein One-Pager, ein Slider. Jetzt können wir ja nicht viel sehen. Dafür haben wir die Option Preview All UI Components. Und der zeigt uns so eine kleine Overview. Gut, das ist jetzt schon der Mobile View fast, indem wir einfach alle UI-Kit-3-Elemente sehen, die wir verwenden, um unsere Webseiten zu stylen. Und dazu wird meine Kollegin Franziska Schulzen noch ein bisschen was dazu erzählen im Detail, was neu ist. Im Prinzip habt ihr hier eine Übersicht aller Elemente. Und im Folgenden wird man jetzt pauschal, wir starten damit über die Globals. Ja, das sind Variablen. Variablen, sprich, wir benutzen Less. Das ist eine dynamische CSS-Sprache, die uns ermöglicht, dass wir diesen Customizer oder dieses Styling-Customizer überhaupt benutzen können. Halt anpassen. Im Prinzip ist das ganz einfach erklärt. Ihr habt hier unter den Globals, das sind die globalen Variablen, die generellen Einstellungen, was Typografie, Abstände, Farben alles betrifft. Um euch das mal zu zeigen, wäre zum Beispiel, wir könnten hier einfach die Color relativ schnell mit unserem Color Picker, der natürlich auch RGBA unterstützt, einfach ändern. Da lädt das Ganze kurz. Natürlich brauche ich ein bisschen schneller als hier. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit der Emphasize Color. Können wir die mal auf schön knallig pink stellen. Und natürlich nehmen wir einfach mal den Primary Background, der halt relativ häufig zu sehen ist. Und machen den einfach mal auf richtig schön giftig grün oder giftig gelb. Und ja, wie ihr seht, kann man damit so allen richtig Quatsch mitmachen. Aber es soll natürlich nicht so sein. Ich weiß, dass ihr alle besseren Geschmack habt als ich und dass man das nicht machen sollte. Deshalb, ja, also im Prinzip könnt ihr hier schon sehr viel machen. Was jetzt aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wenn ihr was ändert, wird immer so ein kleines Dot-Icon oder so ein kleines Bullet-Icon auftauchen, um euch zu oder euch hinzuweisen, dass hier was geändert wurde. Ihr könnt das auch ganz einfach löschen, indem ihr auf Cancel drückt, da wird alles gelöscht. Oder ihr drückt einfach hier drauf und das wird auf den Default-Wert von dem Style zurückgesetzt. In dem Fall ist es das Blau. Also relativ einfach. Eigentlich so. Genau. Und die meisten Komponenten, so gut wie alle, importieren diese globalen Variablen. Das heißt, ihr braucht eigentlich nicht viel machen, außer oft in den Globals was zu ändern. Wenn ihr jetzt aber doch sagt, okay, der Button soll aber doch nicht blau sein, dann könnt ihr natürlich für jede einzelne Komponente dies auch ändern.
Das Schöne hier ist, wie ihr seht, wenn ich diesen Button habe, hier links, der wird rechts gehighlightet. Das heißt, okay, das ist das Element. Wenn ich hier links rüber gehe, seht ihr, welche Komponente an sich jetzt hier was beeinflusst. Wie ihr seht, hier ist Button und Grid vorhanden. Und wenn ich zum Beispiel jetzt hier in den Artikel gehe, seht ihr, okay, hier haben wir Artikel, Margin und Text. Das heißt, wenn ich da irgendwas ändern muss, dann muss ich schon an diese Komponenten ran. Aber im Prinzip ist es schon beim Button hier das einfachste Beispiel. Ja, ich gehe rein. Wie ihr seht, sind die Farben, sogar die Color ist auch noch die pinke. Wie ihr sehen könnt, ist das ja auch gekennzeichnet. Und wenn ihr jetzt sagen wollt, ich möchte das Global nicht nutzen, ich möchte echt was Individuelles, nur dass der Button anders gefärbt sein soll, nehme ich mal in dem Prinzip, in dem Fall den Primary Button, dann ändere ich einfach hier die Farbe. Aktuell ist hier ein Gradient drin, der auch automatisch funktioniert, auf den meisten Farben jedenfalls. Und das durch Less möglich ist. Achso, natürlich. So, wo war ich jetzt hingesprungen? Da, falsch, ich war falsch, oder? Ich musste das hier funktionieren. Granny muss raus. Ach, tatsächlich. Tut mir leid, ich bin heute Morgen um 3 aufgestanden. So. Ja, wie ihr seht, ne? Schönes Türkis, schönes Grün. Ja, und im Prinzip macht ihr das so könnt ihr das mit allen Komponenten machen. Also man kann da schon sehr viel Zeit investieren, um wirklich individuelle Sachen zu basteln. Ja. Und um euch nicht lange aufzuhalten, um gleich zum Bilder zu kommen, zeige ich noch ganz kurz, oh Gott, das war zu schnell, was ihr noch machen könnt, wenn ihr ganz runter scrollt. Ihr könnt natürlich auch hier generell alles auf die Standard zurücksetzen mit dem Knopf und ihr könnt natürlich auch eure Änderungen exportieren. Das heißt, ihr kriegt diese Less-Variablen sozusagen für die Entwickler, kriegt ihr dann exportiert in eine Datei und damit ihr euch das Ganze sichern könnt sozusagen. Das dann auch zurück importiert in ein neues UTM-Pro-Projekt? Du könntest theoretisch, wenn du hier am besten ein Schaltteam hast, könntest du dir das auch zurück, also nicht über die Oberfläche, aber du könntest den Code einfach rüber kopieren in die Less-Datei und somit hättest du deinen Style gesichert. Im Das Prinzip durch würde ich dann den. wieder im Backend erscheinen. So, also der ist vielleicht jetzt nicht importierbar, aber ich sehe den dann halt. Also ich würde wahrscheinlich einen Style nehmen und den einfach überschreiben mit deinen Variablen, was mal am besten passt aktuell. Der Export sichert dir auf jeden Fall deine Änderung vorab und wenn du das über Schaltziehen dann in irgendeinem Style machst, hast du es auf jeden Fall immer safe. Das wird dir auf jeden Fall nicht weggenommen. Genau. Ja, jetzt kommen wir zum spannenden Teil, dem Bilder. Und da muss ich mal kurz meine Notizen wechseln, damit ich auch kein Blödsinn erzähle. Und zwar der Bilder. Ja, wie ihr seht, ist es sehr klein geworden. Ja, wir arbeiten auf sehr großem Monitor. Ja, der Bilder. Was ist der Bilder? Der Bilder im Prinzip beinhaltet der, die ganze Architektur, die Struktur eures Contents. Und im Prinzip besteht oder ihr baut den Content aus eigentlich drei elementaren, ja, wie kann man sagen, Elementen. Das ist jetzt ein bisschen, oder wie soll man es anders sagen? Und zwar ist es relativ einfach gemacht oder gestrickt. Ihr habt im Prinzip eure Section. Das eine, die Section sagt euch einfach nur, das ist der Container, der das Ganze umfasst. Wie breit, wie hoch soll es sein, soll es einen Hintergrund geben. Ihr habt in dieser Section immer pauschal eine Row drin. Eine Row ist halt eine Spalte, also fürs Grid. Die sieht folgendermaßen aus. Das ist sozusagen das Grid. Ihr könnt hier aus diversen Layouts vorher definierten Layouts erwählen. Und wie ihr seht, gibt es hier verschiedene Optionen. Und ja, hiermit bestimmt ihr einfach so, wie soll die Aufteilung eigentlich sein. Genau. Um euch das nochmal kurz bei der Section zu zeigen. Hier habt ihr ähnliche Optionen, die relativ verständlich sind. Ihr habt Styles, ihr könnt euch ein Image auswählen. Für das Image könnt ihr wiederum Overlay, Blend-Mode und so weiter bestimmen. Ihr könnt hier die Maximalbreite des Inhalts zeigen, auswählen. Und ihr könnt auch die Höhe sagen oder angeben. Viewport heißt immer so hoch wie das Browserfenster oder das, sagen wir, das Gerätedisplay. Ja, Padding, Innenabstand und so weiter.
gibt es hier ganz viele. Wichtig vielleicht für euch das noch zu wissen, für die erste Sektion auf jeder Page sozusagen ist noch ganz interessant, ob ihr dann sagt, die Header-Bar oder die Navbar ist die aufeinander gesetzt, das heißt, sie kriegt das Default-Styling oder nicht drüber sozusagen. Ist es Overlay Light, was jetzt hier gerade in dem Beispiel ist? Ja, es ist auf Light gestellt, es ist ein schwarzer oder farbiger Hintergrund. Und dann hätten wir noch Overlay Dark. Das würde heißen, wenn ihr einen hellen Hintergrund habt, dann wird dann die Navbar in schwarz nochmal angezeigt werden. Oder halt, je nachdem, wie der Designer entschieden hat, in dunkel halt. Ne? Genau, das wäre es eigentlich. Und bevor ich es jetzt ganz vergesse, wir haben ja die Section, die Row. Und dazu hätten wir jetzt das Element. Das Element ist ganz wichtig. Das Element sagt euch einfach, wie der Content auszusehen hat oder was für eine Art Content das eigentlich ist. Es gibt halt ganz simple wie die Headline, relativ einfach gestrickt, oder das Textelement. Dann gibt es natürlich umfangreichere wie die Galerie oder das Grid, die schon ein bisschen mehr Settings und Optionen haben. Dann gibt es natürlich systemabhängige, die ich euch nachher nochmal zeige. JModule, JPosition. JModule im Prinzip ist einfach ein Joomla-Modul. JPosition ist ein bisschen spezieller. Zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Damit könnt ihr eine ganze Position rausrendern. Das heißt, ihr könnt halt Module auf Position 1, zum Beispiel 3 Stück, haut ihr auf Position 1 und dann könnt ihr euch mit JPosition diese Position ausgeben lassen. Das heißt, ihr braucht nicht wie alle 3 Module auf da und da publishen, also 3 von den kleinen hier machen, sondern könnt einfach komplett eine ganze Position rausrendern, was ziemlich zeitsparend ist. Kannst du das mal zeigen? Ich zeige euch das gleich nochmal. Wir bauen gleich mal ein bisschen. Ja. Ich wollte nur mal kurz erklären, was so die Unterschiede hier sind. Natürlich haben wir auch noch ein paar spezielle Third-Party-Geschichten. Darunter würden jetzt fallen zum Beispiel das Newsletter-Element, was relativ neu ist. Damit könntet ihr zum Beispiel mit Mailchimp oder Campaign Monitor API Tokens Newsletter sozusagen einstellen, was ziemlich cool ist. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit Google Maps zum Beispiel. Würdet ihr Google Maps API Key nicht angeben, würdet ihr ganz normal mit OpenStreetMap arbeiten. Per Default. Genau. Natürlich könnt ihr diese ganzen Sections, Rows und auch Elemente editieren, duplizieren, gut die Row nicht, aber die Section und das Element in eurer Bibliothek speichern, was ich euch gleich nochmal zeige, und natürlich auch löschen. Zusätzlich könnt ihr alles bequem per Drag and Drop verschieben, wie ihr wollt. Ihr könnt das Element verschieben, ihr könnt theoretisch die ganze Row verschieben, sieht man das hier? Ja, ne? Und ihr könnt natürlich auch die ganze Sektion verschieben per Drag and Drop. Das heißt, wenn ihr irgendwas gebaut habt, müsst ihr nicht, verdammt, ich muss jetzt alles von vorne machen, das muss ich löschen. Nein, ihr könnt es einfach rumschieben, wie ihr lustig seid. Das funktioniert natürlich auch. Das ist natürlich jetzt gerade ein doofes Beispiel. Ich zeige euch noch mal kurz. Wenn ihr natürlich zwei Zellen habt, also ein 50-50 Grid, könnt ihr natürlich auch das so machen, oder ihr sagt, ich möchte das lieber so. Funktioniert natürlich alles. Könnt da halt relativ viel Sachen mitbauen. Genau. Ganz kurz bevor wir es bauen, wollte ich euch noch mal kurz die Bibliothek zeigen oder Library. Und zwar besteht die, oder der Vorteil halt daran ist, hier haben wir unsere eigenen Layouts oder beziehungsweise die mitgeliefert wurden jetzt in der Installation. Das wäre als dieses Beispiel das Fjord. Und und unsere eigenen sozusagen. Ihr habt in dieser My Layouts Geschichte eure eigenen Sektionen, eure eigenen Layouts. Und in den Pro-Layouts komme ich gleich zu, habt ihr nochmal die übergreifenden Layouts von allen bisher veröffentlichten Themes von uns. Um euch das kurz zu zeigen, Pro-Layouts, was bedeutet das? Wir bringen ja jeden Monat ein neues Theme raus, kann man so sagen. Und dieses Theme hat, wie gesagt, 6 Styles und immer eine gewisse Anzahl von Layouts. Ich glaube, das niedrigste war bisher 5, das höchste, glaube ich, war 11 oder 9, ich bin mir da gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall sind da ziemlich viele Layouts drin, und als unter den Pro-Layouts, und das ist nämlich das Gute an Newsteam Pro, habt ihr Zugriff auf alle diese Layouts. Das heißt, wenn euch mal ein Layout nicht gefällt, könnt ihr natürlich auch ein anderes Layout wählen. Diese Layouts sind natürlich alle von uns liebevoll gestaltet, nach bestem Wissen und Gewissen, die natürlich Sinn machen, und kommen natürlich mit frei benutzbaren Stockbildern, die natürlich auch per Hand ausgewählt worden.
und ehrlich gesagt auch ziemlich viel Zeit schlucken. Und ja, um euch das mal kurz zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, natürlich haben wir ja auch einen Filter. Da könnt ihr nach Layout-Typen, nach Themen, ja, nochmal nach übergreifenden Themen sozusagen suchen. Ja, ist es Business, ist es Magazin und so weiter. Und natürlich nach den Website- oder Theme-Releases filtern. Ne? Wenn wir sehen, haben wir ja die ganzen Theme-Releases. Genau, ich zeige euch mal kurz genau, was man hier am besten filtern könnte. Jetzt sagen wir mal, wir wollen eine About, also über uns Seite machen, würden wir hier nach About filtern. Haben hier schon mal ja, gar nicht mal so wenige Layouts, wie ihr sehen könnt. Das sind relativ viele schon zusammengesammelt. Natürlich wird das jeden Monat erweitert. Und das Ganze können wir nochmal nach Typ Business. Ja, wir wollen, haben wir irgendwie ein Handwerk oder jemanden, der Service anbietet, natürlich auch nochmal filtern. Wir sehen, jetzt sind es nur noch vier, aber wir sind da ein bisschen gefilterter und können jetzt sagen, okay, das Layout gefällt mir. Könntet das natürlich jetzt wählen. Und jetzt habt ihr die Option zu sagen, ich möchte dieses Layout laden und den aktuellen Inhalt ersetzen. Dazu ist immer dieser Marker hier gecheckt. Ich habe jetzt schon mal gehört von jemandem, dass das gerne andersrum sein sollte, dass der weg sein sollte und dass man den. Okay, oh, gut, dann sind das schon drei Leute. Wir schreiben es auf. Ja? Schreibt ihr mit da hinten, ja, okay. Genau. Falls sowas passiert, könnt ihr immer noch, wenn es euch hilft, immer noch Cancel drücken. Ja? Aber gut, wenn die Resonanz so stark ist, dass man das ja umtauschen sollte, werden wir uns natürlich das zu Herzen nehmen und dann natürlich was machen. Ja, genau. Um mal zurückzukommen, wenn ihr den Haken hier entfernt, wird dieses Layout einfach am Ende des aktuellen Layouts hinzugefügt. Da das Internet hier relativ langsam ist, meistens nicht, aber ihr könnt es selber probieren, es re recht easy zu machen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit den einzelnen Sections. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel, um euch noch kurz zu zeigen, ihr könnt ja Sections, Elements und Layouts speichern. Die speichert ihr einfach unter, was weiß ich was, meine Section. Und dann habt ihr ja schon mal diesen Block. Na gut, ich kann nicht schreiben. Könnt ihr diesen Block halt speichern und irgendwo anders wieder laden. Das ist das Coole. Das funktioniert natürlich auch mit den Elementen. Ja, die könnt ihr auch genauso speichern. Also ihr habt sehr viele Vorteile, eure ganzen Inhalte zu sichern und irgendwo anders wieder zu laden. Genau. Und das halt alles, ohne dass man eine Datenbank importieren muss. Das heißt, wenn ihr jetzt in dieser Installation bei Fjord irgendwie sagt, oh Mann, bei Copperhill war die About-Seite so geil, die möchte ich jetzt hier haben, kein Problem. Ne? Seid ihr, geht ihr einfach in die Bibliothek und sagt Pro Layouts, filtert danach und, ja, und lädt das Layout einfach rein. Die Bilder, alles, die Texte kommen alle mit rein. Also genauso wie es hier aussieht, dieses kleine Bildchen, genauso kriegt ihr es rein. Und dann braucht ihr einfach nur noch eure Texte ergänzen, eventuell die Bilder austauschen, weil wer hat schon so einen schönen Hof, ja. Und deshalb relativ einfach gemacht und sehr schnell gemacht auf jeden Fall. Ja, so. Kommen wir doch mal zum spannenden Teil, Content bauen. Und da möchte ich euch gerne was zeigen. Jetzt haben wir, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Viertelstunde? Ja, ne? Okay, da muss ich ein bisschen Gas geben hier. Und zwar habe ich mal was vorbereitet. Ja. Okay, da ist das Style noch. Da drücken wir nochmal auf Cancel. Das sollte natürlich nicht rosa sein. Nehmen wir nochmal hier Close. Machen wir nochmal auf. Geht ein bisschen schneller. Ja, so geht es am schnellsten. Da könnt ihr alles resetten. Genau. Und zwar, ja, was machen wir genau? Wir bauen einfach mal das hier relativ schnell nach. Und dazu gehen wir in den Builder. Ah, ist natürlich jetzt hier ein bisschen ärgerlich, weil es schon direkt auf Mobile switcht. Könnt natürlich den Breakpoint ändern für die Elemente. Und man muss sich kurz ein bisschen umdenken. Wie machen wir das hier am besten? Ich würde einfach sagen, ich mache es einfach mal aus dem Bauch heraus, was Neues. Wir legen einfach eine neue Section an. Und ja, was machen wir? Ich würde sagen, wir benutzen jetzt einfach mal das J-Position-Element. Das zeige ich euch jetzt einfach mal, wie das genau funktioniert. Und zwar, ja, genau, wählt ihr einfach das J-Position-Element aus. Es wird natürlich erstmal nichts wirklich passieren. Dann klickt ihr natürlich in das Element. Und hier könnt ihr euch aussuchen, welche Position ihr wählen wollt. Hier sind natürlich alle Joomla-Positionen drin, genau die, wie
wie die von Lucene Pro supporteten Positionen. Und wie als Beispiel, als Vorbereitung habe ich jetzt mal Bilder 1, das ist eine der neuen Positionen von Lucene Pro. Kann ich ja einfach mal auswählen. Wie ihr sehen könnt, habe ich auf dieser Position mittlerweile schon über Modules drei Modules zugewiesen auf diese Position. Die werden alle direkt geladen. Das heißt, alternativ, um euch dann kurz das zu erklären, könntet ihr, ich mache mal eine neue Row, das macht ihr hier und stellt die, theoretisch, wenn es ein Dreiergrid, müsstet ihr dann hier dreimal sozusagen das J-Module laden oder könnt es auch duplizieren, das geht immer schneller und hättet dann so ein Dreier-Ding. Das ist ein bisschen umständlicher, macht eher mehr Sinn, wenn man das wirklich individuell gestalten will. Deshalb ist diese J-Position relativ hilfreich, um schnell mal eine Position zu laden. Also besser geht es eigentlich fast gar nicht oder schneller. Und ja, damit könnt ihr halt relativ viele Sachen machen, auch komplexe Sachen bauen. Frage? Ja. Lädt er auch Fake-Positionen, wenn ich sie vorher im Modulmanager eingegeben habe? Fake-Position? Ja, ich kann ja in den Modulen Fake-Positionen händisch eingeben. Ja. Ob die dann da auch auftauchen? Das weiß ich nicht. Ja, so doch, Stefan sagt, ja, okay, ja, die taucht dann auch auf. Habe ich noch nicht so ausprobiert, okay. Gut zu wissen. Ja. Müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Da, dann wollte ich euch nochmal kurz zeigen, oder mache ich das überhaupt? Eigentlich wollte ich mit euch eine kleine Galerie bauen, aber das lasse ich jetzt, glaube ich, weil die Zeit rennt. Aber im Prinzip, ja, ich kann euch das mal kurz zeigen, ich habe da mal was vorbereitet. Ja, Galerie, ein kleiner Tipp, wenn ihr euch ein Item einlegt, ja, zum Beispiel wäre es jetzt hier Copper Hill gewesen, ja, ich suche mir ein Bild aus, Titel und so weiter, fülle das alles aus, dupliziert das Item einfach. Ja, das ist das Einfachste, das Schnellste, was ihr machen könnt, ja, Copper Hill. Dann, wenn ihr eine gute Benennung eurer Dateien habt, könnt ihr da relativ schnell auch einfach den, ihr könnt natürlich ein Bild picken, könnt das aber genauso gut einfach umtippen und dann ändert sich das Ganze. Kurz, um das nochmal zu erzählen, wir haben natürlich auch einen eigenen Media Manager, der euch Zugriff auf den Joomla Image Ordner gibt. Und dort könnt ihr natürlich auch Images picken. Es gibt zwei verschiedene Ansichten. Es gibt einmal genau diese Grid-Ansicht, um euch das gut zu zeigen. Seht ihr dann hier sozusagen alle Bilder. Ihr könnt natürlich auch auf die Liste umstellen. Ihr könnt neue neuen Ordner erstellen, ihr könnt was hochladen und ihr könnt suchen. Ne, das funktioniert alles wunderbar. Ihr habt auch eine kleine Breadcrumb, wo ihr seht, wo ihr gerade seid. So, die Galerie fällt natürlich weg. Wünschte, ich hätte 2 Stunden, ich würde euch so viel zeigen wollen. Aber es geht natürlich nicht. Dann springen wir kurz wieder zurück. Nicht viel zu sagen, Menüs, da könnt ihr eure Menüs und Menü-Items verwalten. Relativ selbsterklärend, wie ihr es aus Joomla kennt. So, jetzt kommen wir zu dem letzten spannenden Teil. Eine Frage? Eine Frage, wenn ich da Beiträge drin anlege, die werden aber dann nicht unter den Joomla-Beiträgen gespeichert, oder? Also meinen Sie Artikel? Ja. Nee, die Artikel müssen Sie ja über Joomla erstellen. Ganz normal, wie bisher. Ne? Sagen New Artikel oder neue Artikel. Ich kann auch direkt. Und dann erstellen Sie ja immer ein Menü-Item, können Sie ja erstellen. Aber der Artikel muss ja erstmal vorhanden sein. Also wir können ja jetzt hier sagen, Menü-Item. Und wenn Sie jetzt hier den Typ ausgesucht haben, das ist ja meistens Articles, Single Article zum Beispiel, wählen Sie ja jetzt hier den Artikel aus. Oh gut, Sie können jetzt hier Create drücken, geht natürlich auch, haben Sie recht. Können Sie auch von hier aus zugreifen. Habe ich gerade ein bisschen Blödsinn erzählt. Haben Sie recht. Tut mir leid. Mache ich selten so. Ich bin da ein bisschen oldschool manchmal noch. Ja. Ja, geht natürlich auch. Sehen Sie, haben wir was gelernt, selbst ich als Lucene-Mitarbeiter. Genau, jetzt haben wir jetzt noch 10 Minuten, das wäre knapp. Gehen wir mal schnell unter Module. Und zwar wollte ich euch kurz zeigen, was das Coole an Modules ist. Bei Modules seht ihr halt theoretisch alle Modules, die sozusagen erstellt wurden. Ihr könnt das Ganze natürlich auch filtern, ja, was gerade auf dieser Seite sichtbar ist. Und ja, als Beispiel würde ich einfach sagen, machen wir einfach mal einen individuellen Footer. Das ist, glaube ich, so das einfachste Beispiel, was man jetzt so machen könnte.
Und wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal was vorbereitet hier so ein bisschen. Es gibt hier schon ein Bottom-Modul, also Bilder-Modul, wo wir eine, ich kann ja kurz mal reinklicken, eine Map haben und eine Info. Und genau, eigentlich wollte ich das mit euch kurz mal bauen, wie das Ganze nochmal funktioniert. Und zwar legt ihr einfach ein neues Modul an. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier Bilder. Das wird ein Bilder-Modul erstellen. Da klicken wir einfach mal drauf. Nennen es einfach Demo Bottom oder sagen wir mal, nennen es einfach Demo Footer. Sagen hier, nö, dem ich nicht. Dann wählen wir uns einfach eine Position aus. In dem Falle natürlich Bottom. Und Rechts und links ginge auch, ja? So wie das Alt-Scroll. So links und rechts, Sidebar Das Sidebar würde auch gehen, ja. Ich habe jetzt das Sidebar-Beispiel bewusst weggenommen, weil es ein bisschen einfacher ist, glaube ich, dieses Footer-Beispiel zu nehmen. Aber natürlich ja, geht natürlich auch. Und zwar, ja, haben wir das einfach mal gespeichert, ne? Das Assignment natürlich ist natürlich wichtig bei Modulen. Das macht es ja gerade aus. Im Prinzip ist da die Stärke darin, ihr könnt ein Modul benutzen, was den Bilder drin hat. Das heißt, ihr könnt auf jeder x-beliebigen Seite noch mehr Content hinzufügen, unabhängig vom Artikel selber, vom Bilder selber. Das heißt, ihr könntet so viel Position, Top, Bottom und so weiter hinzufügen, also richtig komplexe Webseiten bauen. Und dadurch das systemeigene Assignment und diese ganzen Rechte habt ihr natürlich die Kontrolle darüber, wo es angezeigt werden soll, wie und für wen. Und wir machen das jetzt einfach mal für Demo. Sagen Save. Mehr brauchen wir erstmal nicht machen. Um kurz die Usability zu erklären. Wenn ihr hier reinklickt, dann kommt ihr auf das Modul selber. Wenn ihr auf diesen Knopf drückt, kommt ihr in den Bilder. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Ihr klickt rein, ihr kriegt erstmal natürlich was Leeres. Und jetzt könnt ihr, ja, theoretisch, wenn ihr Select Layout sagt, könnt ihr irgendwas wählen, was ihr euch mal erstellt habt. Oder auch ein Pro-Layout komplett in Top oder Bottom laden. Geht auch. Natürlich macht man das meistens eher so, dass man eine Sektion oder andere Sachen lädt. Für das Beispiel würde ich jetzt einfach mal genau diese Footer-Info nehmen. Und wie ihr seht, ist jetzt hier gerade doppelt. Und damit hätten wir schon mal was geladen. Das Prinzip, ich lösche mal kurz, ja, mal kurz save. Lösche einmal kurz oder unpublish den Kollegen. Das Coole daran ist halt, wir haben jetzt einen individuellen Content nur für diese Seite gemacht, unabhängig vom System-Content. Das heißt, egal ob jetzt hier irgendeine Extension wäre, der Blog selber oder halt einfach ein Artikel, ihr könnt unabhängig davon nochmal unten oder oben, je nachdem, etwas publishen und aber auch nicht nur etwas bisschen, ihr könnt auch mehr machen, was wirklich nur für diese Seite oder für bestimmte Seiten bestimmt ist. Und damit seid ihr halt wirklich zu allem möglich, was ihr halt machen könnt. Sehr komplexe Geschichten, Portale bauen zum Beispiel. Das wäre dann alles möglich damit. Und das Coole daran ist halt, wenn ich sagen würde, okay, den Inhalt möchte ich jetzt nicht unbedingt immer aus der Bibliothek laden, weil das wäre immer wieder geladener statischer Content, könnte ich natürlich auch sagen, dass ich dieses Modul unabhängig von seinem Inhalt, ja, das ist nämlich das Coole, und zwar, egal ob da jetzt ein Joomla-Modul drin ist oder ein Pro-Element, möchte ich woanders laden, zusätzlich. Ne? Ich habe irgendwie eine andere Seite, zum Beispiel den Blog, ja, dass ihr immer wieder sagen könnt, unter Assignments, ich möchte das auf den und den Seiten oder mit den und den Rechten. Also könnt ihr mit echt komplexe Sachen bauen. Das ist ziemlich abgefahren. Und Kurze Frage. ja. Wo speicherst du die Informationen? Werden diese ganzen Informationen im Template gespeichert? In der Datenbank. Vom Template oder vom Joomla-Modul? Vom Joomla-Modul, ne? Oder? Weil wenn du jetzt klick mal da auf den Bilder drauf. Ja. So, diese, da wo jetzt Image, JModule und so viel steht, wo werden diese Informationen gespeichert? Im Joomla-Modul. Sozusagen. Oder was meintest du mit der Template?
Ihr habt das schon gesehen, dass das Zeug dann irgendwo im Template, in der XML-Datei einfach hinzugefügt wird. Diese Information. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Deshalb habe ich einfach kurz gefragt. Ja, nee, das ist auch eine gute Frage. Wenn du da genaueres wissen möchtest, ich bin leider nur ein kleiner Designer, ja, würde ich mich mal mit Stefan oder Hendrik oder mit den Entwicklern unterhalten. Die können dir da vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, auf jeden Fall. Ja. Genau. Das im Prinzip, jetzt haben wir noch mehr Zeit, 5 Minuten haben wir noch Zeit, ja. Im Prinzip war es das eigentlich schon soweit. Fragen kann man jetzt ja nicht mehr so viele machen. Um kurz euch was zu sagen, ich weiß, wir sind ja immer relativ schweigsam, haben die Leute so das Gefühl. Wollten wir natürlich noch sagen, was wir so natürlich vorhaben, damit ihr nicht so alleine gefühlt nach Hause geht. Ne? Wir arbeiten zurzeit natürlich hart an dem Lucene Pro und arbeiten natürlich auch weiter an neuen Elementen und so weiter. Ja, als nächstes steht in Kürze an das Slideshow-Element, was viele sich sehen. Wir designen natürlich auch. Ne? Wir wollen euch natürlich auch coole Sims machen mit Slideshows. Das Form-Element, das heißt, ihr könnt so richtig Kontaktforms, richtige Forms bauen, nicht so ein kleines Newsletter, sondern so ein, wie Kontaktform 7, kennt ihr alles so von WordPress? Entschuldigung, der Name ist gefallen. War ein Beispiel halt. Könnt sowas in der Art. Der Bilder selbst im Artikel ist ja aktuell nur ein Button. Das Ganze wird auch nochmal überarbeitet, damit er so ein bisschen mehr den Bildercharakter hat, damit es einfacher zugänglich ist. Eine neue Zoo-Version ist geplant, ja, für alle Zoo-Liebhaber. Und natürlich weitere Themes und Elemente folgen. Genau. Und ja, ich muss dann dazu noch sagen, vielen Dank, dass halt so viele Leute da waren. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich nur so wenig Schlaf hatte, aber bisher ganz gut geklappt. Auch wenn ich hier fast schon alles runterratter wie ein Wasserfall. Ja, wie gesagt, meine Kollegin Franziska Schulz wird gleich noch mal ein bisschen was über UIKit 3 erzählen. Sehr interessanter Stoff auf jeden Fall. Und ja, Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Der nächste Kollege kommt ja gleich. Wenn ihr Fragen habt, wir sind alle da. Einfach raushauen. Warum macht ihr denn sofort nur auf Englisch? Weil wir in der. Ja, gute Frage, aber einfache Antwort. Weil wir sehr viele internationale Mitglieder natürlich auch haben und Kunden. Ja. Viele Italiener, Chinesen natürlich, also aus der ganzen Welt. Ne? Und da müssen wir natürlich, damit, falls jemand die ähnliche Frage hat, auf einer Basis bleiben. Ja, wenn einer fragt, oh, das ist kaputt oder das funktioniert bei mir nicht, müsste natürlich der Asiate genauso wie der Italiener diese Frage irgendwie verstehen können. Also deshalb ja, machen wir nicht. Warum werden manche Fragen gar nicht beantwortet? Gute Frage. Ich habe nämlich letzte eine Frage gefunden, die hätte ich auch gehabt und denke, oh super, die hat schon jemand. Und da war keine Antwort. Zur Not, ich kann immer empfehlen, wenn da mal nichts passiert, ne, einfach eine E-Mail raushauen an support@useam.de. Die guckt, werden jeden Tag wirklich 12 Stunden lang gecheckt. Da kümmern sich die Leute drum. Wenn da gar nichts mehr hilft. Manchmal ist es so, dass wir arbeiten hart dran, dass da einige Fragen nicht beantwortet werden. Sollte aber nicht der Fall eigentlich sein, das ist klar. Einfach eine E-Mail schreiben. Da kommt immer was zurück. Wir haben jetzt auch jemanden, der sich da komplett um den Support kümmert. Ja, das ist der Mr. Anderson so ein bisschen, der managt das. Der Hendrik Binke, der ist da auch sehr aktiv für den Support. Und ja, natürlich versuchen wir da alles aufzubessern. Wie gesagt, einfach E-Mail schreiben, da kümmert sich jemand. Ja. Nein, also natürlich möchten wir auch intern das Widget-Kit in dem Sinne auch irgendwann im Pro sozusagen vorhanden ist, also übertragen wird. Widget-Kit wird natürlich weiterhin supported. Wir werden natürlich keine neuen Widgets oder sowas jetzt noch entwickeln. Macht ja jetzt so keinen Sinn, weil wir ja Pro haben. Und der Zoo wird natürlich jetzt auch noch dazu weiterentwickelt. Das heißt, wir versuchen natürlich alles, was wir im Widget-Kit hatten, rüber nach Pro zu holen. Das dauert natürlich ein bisschen, weil auch die Kapazität da sein muss. Und wir natürlich auch alles natürlich sehr sauber machen wollen, damit das irgendwie unabhängig davon immer funktioniert und natürlich nicht nachher, wenn wir eine neue Version rausbringen, hinfällig geworden ist. Aber wir holen natürlich alles nach, angefangen jetzt mit der Slideshow. Und ganz hoch auf dem Zettel ist natürlich bei uns auch irgendwann mal Content Provider, so eine Geschichte, damit wir auch mal andere Inhalte ausgeben können. Ne? Was die Funktionalität dann auch bei Homesam, zum Beispiel bei der Gallery, ist es ja dann natürlich ein Einzelne eingeben. Bei kannst du zum Beispiel eine Datei angeben. Ja. Wird diese Funktionalität quasi auch übertragen mit der Zeit? Ich denke schon, ja. Also genaues weiß ich jetzt auch nicht so, weil ich bin da auch nicht jetzt so involviert bei gewissen Geschichten, aber ich sag mal vorsichtig ja. Auf jeden Fall arbeiten wir hart daran, dass das alles rüberkommt. Aktuell funktioniert hier WidgetKit 2 auch mit Lucene Pro
unabhängig davon. Aber natürlich, wir holen alles nach und falls ihr irgendwie Feedback habt, Wünsche, wir lesen uns das immer durch. Wir haben jetzt eine neue Liste, wo alles draufsteht, die wir abarbeiten mit Wünschen. Natürlich wie dieser Replace-Button, ne, ganz hoch bei uns jetzt. dass wir das natürlich alles machen. Ja. Ja, eigentlich ist es genau auf dem Mittelpunkt. Ne? Wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne auf mich zu.